zur Sendung Star Wars 40 Jahre The Star Wars Show Deutsch. The Star Wars Show gibt es ja nun mal in Amerika. Empfehle ich, euer Medienkanzler, euer Captain Rex, All the Rebels, Rebels. So, Rebels 1, 2 und 3 konnte man kaufen. Rebels, vierte Staffel, kommt ab Januar. Im YouTube-Kanal kann man sich Rebels 4 noch ansehen, noch im Originalton. Wenn man Glück hat, gibt es die auch demnächst schon übersetzt. Walt Disney wird neu ab 2020. Es sind noch wenige Stunden. Ja, es sind wirklich noch wenige Stunden und man ist im Kino. Episode 8 gerade noch mit Clubmitgliedern geplaudert aus dem Star Wars Filmclub. Star Wars muss da oben noch drauf. Das ist der Star Wars Filmclub. Der Star Wars Filmclub ist halt ein Fanclub allen Alters und alle sind begeistert. Bei Facebook heißt es der Star Wars Fan und begeistert 100%. Es sind fast über 1000, die dort vertreten sind. So, euer Admin, meiner einer, bedankt sich total und recht herzlich bei allen Realkunden, die die gesamte Kulisse hier aus- bzw. aufgekauft haben. Es sind nur noch die absoluten Highlights hier, die natürlich auch ihr Geld wert sind, weil es sind Unikate. Wer die besitzt und zu Hause hinhängt, hat erstmal einen wunderschönen, eine wunderschöne Geschichte von Star Wars an seiner Wand hängen. Ich werde gleich mal an der Kamera vorbeigehen und ein Geschenk, aber aus Sicherheitsgründen tue ich nicht, weil es ist Yoda. Yoda ist grün, das bedeutet, in dem Moment, wo ich es hochhalten würde, würde es durch die Green. Ja, würde. Nein, machen wir nicht. Wie gesagt, Darth Vader ist da, Yoda hängt dort, dann die Wommels, ne, da sind die hier, der Wicked hängt dort, Obi-Wan Kenobi, Chewie, K2O, Han Solo und so weiter, die waren alle hier. Erstmal möchte ich mich an Dortmund richten, bedanke mich total und recht herzlich aller Dortmunder, um die 50 Dortmunder Cosplayer, die also hier waren. Dann möchte ich mich auch bei den DC-Leuten bedanken, die aus dem Marvel-Bereich hier waren im Studio, wo wir viele Sachen im Jahr 2017 miteinander gemacht haben. Das Jahr 2017 war das Jahr 40 Jahre Star Wars und es war das letzte Mal, dass erstmal eine Convention war. Ich hatte heute auch Besuch der Comic-Con. Comic-Con ist hier wieder was anderes, aber da ist auch Star Wars vertreten. Überwiegend ist da Comic, ja. Und ist auch hier im Nahkreis demnächst noch eine Comic-Con, kurz vor Weihnachten wird die noch gemacht, die ist auch heute, hat man die gezeigt, heute sind die aufgestellt, hatte aber nicht so mit Star Wars zu tun, war Kampfstern Galactica, Batman, ach wie sie alle geheißen haben, die Fahrzeuge aus verschiedenen Filmen wurden dort aufgebaut, einige Kampfstern Galactica wurden zwischen Star Wars geparkt, aber da passt sie irgendwie nicht. Egal, haben sie gemacht, ist in Ordnung. Wie gesagt, ist die Comic-Con. Und ich bedanke mich, wie gesagt, total und recht herzlich bei allen Realkunden, die jetzt zu Weihnachten die Sachen haben und zu Weihnachten auspacken werden. Ich habe auch zum Nikolaus, habe ich schon vorhin gerade eben gehört, da wir ja auch einige Sachen zum Nikolaus ausgegeben, verkauft haben, dass da richtig leuchtende Augen waren. Ist klar, die meisten, die beschenkt wurden, sind zwischen 9 und 16 und die sind noch zu begeistern. Besonders habt ihr hier Rebels, die waren auf Rebels. Wir haben uns über die vierte Staffel, es tat mir auch richtig leid, dass so viele in Staffel 4 bei den Rebels verstorben sind, weil die Dramaturgie das so wollte, haben die da und so weiter. Denn im Jahre 2020 ist sozusagen die Saga über Luke Skywalker bzw. Anakin Skywalker, die Sage über Skywalker überhaupt vorbei. Wenn wir ehrlich sind, es war Skywalker, die Familie Skywalker und die Familie Han Solo waren in 9 Episoden, die wir uns anschauen. 8 können wir jetzt, ihr wisst, 2019 kommt Episode 9, 2018 ist Han Solo, der Film. Viele wollen Han Solo aussparen, aus welchem Grund auch immer. In der Gemeinschaft als Fan, in der Gemeinschaft der Filmfans
im Filmclub Star Wars und so weiter, ist natürlich viel Spannung, ist natürlich auch viel hin und her geschoben worden an Argumente dafür, dagegen. 2020, wie gesagt, wird alles neu und dann sind wir, einige von uns sind dann 60, 70, sogar 80 Jahre alt. Ob da wir noch zusammenkommen werden, das wird jetzt sich entscheiden. Ich werde mich ab 2018 um die Jungen kümmern, zwischen 9 und 16 und vor allen Dingen zwischen 14 und 24, die also bei ARD, ZDF, Funk da auch mitmischen, sich da orientieren bei ARD, ZDF, Funk im YouTube-Kanal. YouTube-Kanal 2018 wird sich auch sicherlich verändern, weil sich andauernd etwas verändert, weil die Politiker auch eine Veränderung vornehmen, die wir an sich gar nicht so haben möchten, aber was will man machen, sind ja gewählt worden und die machen sowieso, was sie wollen. An sich haben wir hier real Star Wars, in der Wahrheit ist hier real Star Wars, an sich bräuchten wir Rebellen, Rebels, die da loslegen und sagen, ey, so nicht. Ja, die Antifa brauchen wir überhaupt nicht, dann ist wieder die dunkle Macht da, ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Das war schon in Rogue One schon eine tolle Geschichte. So, wer sich jetzt noch an Rogue One erinnern kann und davor noch an 7, China sind die einzigen, die halt mit 7 jetzt gestartet sind. Für die ist das alles neu, für die wurde auch der Trailer verändert, da wurde die 7 und die 8 zusammengeschnitten. Es wurden einige US-TV-Spots hier gezeigt, beziehungsweise wurde bei uns in den Clubräumen da sozusagen eingepflegt. Dann konnte man sich die gesamten über 20 TV-Spots in den USA anschauen. Natürlich waren da einige gewaltige Spoiler zugegen, wie Chewbacca da die ganzen Porks da aus seinem, ne, rausgeschmissen hat, der war ja nochmal stinksauer, dass sie da in seinen Falken da rumflogen. Ich fand den einen ziemlich niedlich da mit der Brille, der hatte so eine Brille auch, also kam mir in dem Moment vor wie die Gremlins, weil der eine da mit Papier am Rumwuseln war, also die Szene im Falken mit Chewie kam mir vor wie mit den Gremlins. Das heißt also, man hätte die ab einer gewissen Uhrzeit nicht füttern sollen, dann wären die schätzungsweise zu Zombievögeln. Keine Ahnung, die Porks. Wie gesagt, die neuen Verfilmungen, die neuen Figuren sind also nicht so angekommen. Also es gab überhaupt kein Highlight hier auf Kylo Ren oder so. Nein, ist nicht. Also ich habe, wie gesagt, noch einige Vorbestellungen hier, die ab Weihnachten, vielleicht kurz vor, ein paar Stunden vor Weihnachten oder nach Weihnachten abgeholt werden, wenn überhaupt, ist klar, weil die Überflutung der Star Wars Einheiten, Figuren, was man Schauspiel, Heuerspiel, Karten, ach, was es da alles so gibt. Wir haben auch hier aus Papier, sah auch sehr niedlich aus, die Krippe mit Luke und so weiter. Also wer die Krippe hat, weiß ja, wie die ausgesehen hat. Nehmen wir hier zwei so Pappeinheiten weg, ne, habe ich mir ausschneiden und zusammenkleben lassen. War eine schöne Geschichte, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich möchte mich auf dem Weg nochmal verabschieden. Was jetzt aus dem Filmclub wird, bleibt Star Wars Filmclub. Es wird sicherlich weiterhin über Star Wars philosophiert werden. Es wird auch über Star Wars geredet werden, besonders nach dem Film, nach Episode 8. Da wird ja wohl gewaltig. Das heißt also, ich werde nochmal so einen richtigen Silvesterknaller hier hochfahren. Einen richtig schönen, fetten Silvesterknaller hochfahren. Ein Replay von Star Wars E7, Rogue One und E9. Nochmal gucken, wie war es, mit euch darüber sprechen. Nochmal erleben das Ganze, nochmal auseinandernehmen. Aus zig verschiedene Variationen. Der eine erzählt aus dem 2D-Bereich, der andere erzählt aus dem 3D-Bereich. Und dann schauen wir mal, was da so auf uns zugekommen ist an Informationen, wer, wie, wo, was gut gefunden oder nicht gut gefunden. Nochmal werde ich auf gewisse Sachen verweisen, wo man gewisse Figuren, die man hier auch beziehen kann. Ich werde mich also schätzungsweise auch mit einem zusammenschließen und dort einkaufen, die Ware hier dann generieren bis E9 und dann wieder am Tag E9 dann schätzungsweise wieder verkaufen. Das heißt, ich werde jetzt ein Jahr lang einkaufen, ein Jahr lang die Ware irgendwo hinstellen und dann im Jahre 2019, also fast 2 Jahre, also ich werde schätzungsweise 2 Jahre, denn Han Solo wird wohl nicht so
anlaufen. Und von Han Solo wird man halt nicht so, kaum weil es nicht Harrison Ford ist, sondern jemand anders. Und wie gesagt, ob da nochmal so ein Falke kommt, Han Solo, die Story, ob da dieser Falke irgendwie anders modifiziert, anders aussieht, ob der dann als Modell kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja schon viel recherchiert. Ich bin nicht in die Kernsache China eingedrungen. Da habe ich natürlich endlich noch von Bandai die Superfiguren aus dem Hause Bandai. Ja, aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich jetzt überraschen. Es sind nur noch Minuten, Stunden. Dann ist man in diesem nochmal. Ich weiß auch nicht, ob ich mir die Kluft anziehe. Ich wollte anziehen als Kylo Ren, steht ja da. Als Kylo Ren mit dem Helm ins Kino. 3D-Brille alles schon eingebaut, aber ich weiß nicht, weil die Resonanz hier ist so gering. Ich kann. Na, also ist nicht. Also ist eine Handvoll. Ist eine Handvoll, die hier also wirklich. Sagen, ich will Star Wars, ich will unbedingt Star Wars, aber mit einer Handvoll kann man nicht allzu viel unternehmen. Beim Kino kostet ja horrendes Geld, ich kann eins mieten, ist überhaupt kein Thema, ist alles da, aber da brauchen wir mindestens 1200 Leute, 600 Leute, um das Ding voll zu kriegen. Da bedarf es schon eine Menge Arbeit, um diese Leute zusammen zu bekommen. So, ich möchte mich tierisch bedanken für die Kunden, die da waren, die mitphilosophiert haben, mitgefiebert haben und die sich auch ausgetauscht haben. Und so weiter. Es hat wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auf dem Weg geht es jetzt und ich hoffe, auch ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, auch ihr habt es genossen, diese sogenannten 40 Jahre Star Wars. Wie gesagt, weitere werden folgen, aber alle werden wir wohl nicht mitbekommen. Ich freue mich jetzt auf Januar, The Rebels. Die Rebellen, ich sage euch, da geht es wieder los in der vierten Staffel. Und dann freue ich mich natürlich, dass ich auch diese DVD oder Blu-ray, je nachdem, kaufen kann und mir dann, so wie jetzt, mich hinsetzen über Weihnachten, mir die Rebels schön anschauen von 1 bis 3. Staffel. Ja, weil bei Netflix gibt es zwar auch Star Wars, aber nicht The Rebels oder Rogue One. Man das sagt. Eingepflegt wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, Disney kauft Fox für 63 Milliarden. Ob das klappt, weiß keiner. 63 Milliarden ist schon viel Geld, aber wenn die Fox auch aufkaufen, Century Fox, die ganzen Geschichten da, die diese und einverleiben und dann auch eigene Art Netflix-Kanäle auf den Weg bringen, Star Wars-Kanäle auf den Weg bringen, eine Realserie auf den Weg bringen. Also, es wird sicherlich gut werden ab 2018, 2019 und ab 2020 die neue Trilogie. Komplett neu, komplette neue Thematik, neue Figuren, neue Ausrichtungen. Lass uns mal überraschen. Ja, Tarantino, der hat das große Glück, einen Air-Remake zu machen von Star Trek. Aber ob ein Tarantino hier irgendwann mal einen Star Wars-Film dreht, wow, so ein richtiger Splatter da rums, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Märchen jetzt wirklich zu Ende gehen soll. Das Luke Skywalker-Märchen, das Anakin Skywalker-Märchen mit Anakin, mit seinen Kindern, Luke und Leia, mit den Freunden drumherum und die Geschichten daraus. Wie gesagt, irgendwann muss ja auch mal so eine Geschichte zu Ende sein, weil dann auch Mark Hamill auf die 70 zugeht und Harrison Ford ist frühzeitig raus, er geht auf die 80 nun mal zu und der Meister geht auch auf die 80 zu, George Lucas, J.J. Abrams und so weiter, macht halt nur, aus welchem Grund auch immer, die neuen. Und wie gesagt, Brain, der macht dann halt ab 2020 seine Geschichte. Er sagt auch, er hat Old Republic gemocht, er mochte Old Republic, aber er will nicht. Er will kein Old Republic machen, kein 1313, kein Universe und so weiter und so fort. Er will ganz neu Star Wars erfinden. Lass uns mal überraschen. Also ich verschwinde jetzt auch mal hier aus dem Jahre 2017 und hoffe 2018. Also wie gesagt, ich erscheine noch einmal
zur Sendung, zur Silvester-Sendung. Und dann unterhalten wir uns, wie gesagt, noch einmal über die Geschichte Rogue One, E7, E8. Und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist aus der Geschichte und ob ihr wirklich zufrieden wart damit, was ihr gesehen habt. Ansonsten kommt vorbei und die Karte hängen hier. Die Lounge gibt es nicht mehr. Den Stammtisch gibt es auch nicht mehr. Ja, in 10 Jahren machen wir das nochmal so richtig. Und dann schauen wir mal, ob es klappt, weiß ich nicht, weil 10 Jahre ist eine lange Zeit. 10 Jahre pro Tag Leistung bringen, zehrt doch schon am Körper, aber ist halt so. Wenn es klappt, ziehen wir es durch, wenn nicht, war es eine tolle Geste. So sehe ich das. Macht's gut.